Wie schlimm wird Covid-19, wie schlimm wird Corona Deutschland treffen? Wird der Bevölkerungsrückgang so stark sein wie im Mittelalter mit der Pest oder im Dreißigjährigen Krieg, wo roundabout ein Drittel der Bevölkerung gestorben war? Das sicherlich nicht. Pessimisten vergleichen allerdings Covid-19 Corona mit der spanischen Grippe vor 100 Jahren, wo durchaus Hunderttausende gestorben waren, viele Hunderttausend gestorben waren. Und da ist die Frage, ob dieser Vergleich durchaus zutreffen wird. Oder wird dieser Vergleich eher darin auslaufen, dass wir sagen, Covid-19 Corona sei so schlimm wie eine Grippewelle, die alle paar Jahre Deutschland trifft, nur dass sie diesmal um einiges heftiger ausfällt. Darum geht es hier und heute. Bleiben Sie dran auf diesem Kanal. Herzlich willkommen zum Videokanal Soziodemografische Evolution. Mein Name ist Dr. Thomas Pickert, ich bin Bevölkerungsstatistiker und beschäftige mich schon aus diesem Grunde auch mit der Corona-Krise, der gegenwärtigen Bedrohung. Und wenn wir von einer Infektionskrankheit reden, dann reden wir immer von zwei verschiedenen Komponenten. Die eine Komponente, sind hier beide Komponenten aufgeführt, die eine Komponente ist diejenige, dass wir fragen und sagen, wie viele Menschen werden sich überhaupt anstecken? Also das ist eben halt die Frage, wie viele Menschen werden betroffen. Das versuchen wir ja gerade mit dem Lockdown und anderen Gegenmaßnahmen ein bisschen einzugrenzen, dass sich möglichst wenig Menschen anstecken mögen. Und die andere Komponente, die wir jetzt hier haben, ist diejenige der altersspezifischen Sterblichkeitsrate, beziehungsweise eben halt der fallspezifischen Sterberate, dass wir gucken, wenn sich jemand angesteckt hat, mit welcher Wahrscheinlichkeit, mit welchem Risiko stirbt er daran. Wir zählen also jetzt hier in diesem Video auch nur die Toten, wir zählen nicht die Erkrankten und werden da uns auf die wirklich mortalen Aspekte konzentrieren, auf die Frage der Zahl der Toten und Zahl der Lebenserwartung, die sich daraus resultiert. Denn wenn wir beide Komponenten kennen, dann ist also ganz klar, dass wir also hier eine sicherere Prognose, eine sichere Projektion geben können. Aber natürlich ist ganz klar, beide Komponenten zerfallen in sehr große Bereiche der Unsicherheit. Also gerade bei der Zahl der Infektionen, wenn Sie da roundabout den Faktor, sagen wir mal, 10 ansetzen, dass eben halt Sie sagen können, zwischen der höchsten und niedrigsten Abschätzung bei der Zahl der Infektionen gibt es eine Differenz um den Faktor 10, dann ist also klar, dass das schon ein heftiger Unterschied ist. Und wenn Sie jetzt auch noch bei der Sterblichkeitsrate, bei der fallspezifischen Sterblichkeitsrate annehmen, ebenfalls den Faktor 10, dass also hier die Sterblichkeit ein Unsicherheitsbereich am Faktor 10 herrscht in jeder Altersstufe, dann haben wir also generell ein Problem. Denn wenn wir beide Komponenten zusammenrechnen, also sowohl die Infektionsrate als auch eben mal die fallspezifische Sterberate, beides hat einen Faktor 10, dann können Sie beides multiplizieren, dann haben Sie insgesamt einen Unsicherheitsfaktor von Faktor 100. Aber wie gesagt, das ist das Ergebnis, die Unsicherheit auch im Februar, März 2020, wo sehr unklar war, wie viele Menschen an Corona, Covid-19 sterben würden. Mittlerweile haben wir schon etwas mehr Klarheit drin, weil wir vor allem die fallspezifische Sterberate sehr stark durchaus abschätzen können und sehr genau abschätzen können, dass dieser Unsicherheitsbereich von 10 doch praktisch der Vergangenheit angehört und wir schon hier relativ sicher die Sache prognostizieren können. Und was die fallspezifischen Sterberaten anbelangt, so sind die Professoren Goldstein und Lee, die beide an der Berkeley-Universität in Kalifornien lehren, an der weltberühmten Berkeley-Universität lehren, die haben dort eben halt die nationalen Studien aus Deutschland, USA, Japan, China, Korea, Brasilien zusammengefasst und sind zu einem überraschend gleichmäßigen Muster gekommen. Demnach verläuft die Sterblichkeit, die fallspezifische Sterblichkeit, sehr stark mit dem Alter exponentiell, was Sie hier sehen können. Und dass also gerade die Alten relativ stark von Corona betroffen sind, die Alten mit an Covid-19 relativ häufig sterben, während die Jüngeren kaum daran sterben werden. Das ist ein ganz wesentlicher Erkenntnis. In der Tat wird es auch so sein, dass Männer mehr sterben als Frauen, aber die Unterschiede sind doch relativ gering. Also da wird sich das Geschlecht nicht so viel tun, ein bisschen schon, aber das ist eben halt auch bei vielen anderen Krankheiten so, dass Männer häufiger sterben als Frauen. So ist bei Corona eben halt auch, aber der Unterschied ist nicht besonders groß. Und Sie werden vielleicht jetzt eine gewisse Differenzierung verlangen in den niedrigen Altersstufen zwischen 0 und 60. Sie können da nur nichts erkennen, weil Sie dort eine waagerechte Linie ersehen. Und deswegen präsentiert diese Grafik noch einmal mehr in der logarithmischen Form, sodass wir hier also eine exponentielle Form haben, dass also eben halt entsprechend nahezu graduell mit dem Lebensalter die Sterblichkeit, das Sterberisiko an Corona zunimmt. Also wer sehr jung ist, wird kaum das Risiko haben, an Corona zu sterben. Das soll jetzt nicht vom Masketragen abhalten, sondern muss natürlich auch solidarisch mit den Menschen zeigen, die sehr alt sind und die schon eine enorme Sterblichkeit an Corona haben.
Wenn wir diese Fallrate für Corona nochmal vergleichen mit der allgemeinen Sterbefunktion, mit der allgemeinen Sterberate für alle anderen Todesursachen, sehen Sie auch hier, dass also Covid-19 knapp unter allen anderen Todesmethoden liegt. Das mag jetzt ein bisschen sehr knapp erscheinen, aber bedenken Sie, dass ja immer ein Strichunterschied der Faktor 10 ist, dass also hier schon insgesamt die Sterblichkeit an Corona nur ein Bruchteil der allgemeinen Sterblichkeit in praktisch jeder Altersstufe ist. Gerade bei den unter 30-Jährigen ist es ja so, dass eben halt hier die Sterblichkeit bei allen anderen Todesursachen noch hoch liegt oder noch höher liegt, als an Corona zu sterben. Aber grundsätzlich gilt natürlich aber auch, dass also eben halt auch diese Altersgruppen hier ihre Sterblichkeitsraten haben. Und wie Sie erkennen können, bei den allgemeinen Todesursachen ist klar, Männer sterben deutlich mehr als Frauen in jeder Altersstufe. Bei Covid-19, Corona ist es natürlich ähnlich, aber die Unterschiede sind hier etwas geringer als bei allen anderen Todesursachen. Und die statistische Methode wird natürlich diejenige sein, dass wir der Kurve der allgemeinen Todesursachen aufaddieren, die Todesrate, die Fallrate für Corona. Soweit jetzt unsere Fallrate, das heißt die Sterblichkeit, wenn man Corona hat. Aber die Frage ist natürlich, wie viel bekommt Corona? Das ist die Frage der Infektionsrate. Und da gehe ich jetzt von einem Szenario aus, das ziemlich horrend ist. Also in dieser Folge mache ich ein Negativszenario auf. Ich sage nicht, dass was ich jetzt projizieren werde, für Deutschland so eintreffen wird. Denn das ist gewissermaßen hier, was ich jetzt zeigen werde, nur der schlimmste Bereich. Der schlimmste Bereich mit den meisten Toten, die man sich gewissermaßen vorstellen kann für Deutschland, wenn wir diese Fallrate annehmen. Wir gehen also hier von einer sehr hohen Infektionsrate aus. Wir gehen also davon aus, dass viele Menschen sich infizieren werden, dass roundabout 60% der Bevölkerung, der jüngeren Bevölkerung, sich infizieren werden. Dann wird eine gewisse Herdenimmunität eintreten. Das heißt also, diese 60% kann man gewissermaßen nur schwer toppen, weil das Virus eben keine neue Wirte findet, weil sie schon alle Corona gehabt haben. Und deswegen ist also hier diese 60%-Marke drin. Erst bei den älteren Jahrgangsstufen, da gehen wir davon aus, dass die Abschirmung so stark ist, dass die älteren Menschen so stark abgeschirmt werden und sich freiwillig so stark abschirmen werden, dass hier die Ansteckungsrate bei etwa 25% der Bevölkerung nur liegen wird. Aber wie gesagt, das sind jetzt sehr, sehr hohe Werte. Wir gehen also davon aus, dass dieser Virus einmal die ganze Gesellschaft durchwirbelt und jeden praktisch in 60% der Leute infiziert, die jünger als 50 sind. Und dass dieser Abstimmungseffekt vor allen Dingen eben halt bei den Älteren eintritt, weil die natürlich auch gehört haben und wissen, dass sie dort entsprechend am gefährdetsten sind und sich am vorsichtigsten verhält. Und da, wie gesagt, gehen wir davon aus, stufenweise einen Rückgang der Infektionsrate bis auf etwa 25%. Das ist immer noch eine sehr, sehr hohe Durchseuchung der Gesellschaft, die wir jetzt annehmen. Wir gehen also davon aus, dass die Gegenmaßnahmen nicht funktionieren werden und Impfstoffe noch keine große Wirkung entfalten können. Also wir gehen von einem Worst-Case-Szenario aus, von einer Worst-Case-Infektion praktisch. Methodisch machen wir jetzt Folgendes. Wir nehmen die Infektionsrate, multiplizieren diese mit der hier angenommenen Fallrate, wie sie ja schon von Lee und Goldstein prognostiziert worden ist, und multipliziere das Ganze jetzt als drittes mit dem Altersaufbau der Gesellschaft in Deutschland und kommt zu folgendem Resultat. Wir sehen also hier, dass wir einen Peak haben an Sterblichkeit bei den 80-Jährigen. Dort werden die meisten Todesfälle erwartet. Dort werden die meisten Menschen sterben. Älter als 80 werden weniger Menschen sterben, weil wir dort auch in der Gesellschaft weniger Menschen haben. Sie müssen ja, wie gesagt, berechnen den Faktor Altersaufbau, den wir auch noch drin haben. Und deswegen sterben auch absolut gesehen durchaus 50- und 60-jährige Menschen durchaus an Corona. Und zwar auch deswegen, weil wir sehr viele Menschen davon haben. Aber den Peak, wie gesagt, haben wir bei den 80-Jährigen. Dort haben wir noch relativ viele 80-Jährige und wir haben bereits massiv erhöhte Sterblichkeit an Corona. Dort ist der absolute Peak. Männer sterben insgesamt weniger als Frauen. Das liegt eben halt daran, dass sie zwar pro Jahrgangsstufe mehr sterben, aber dass wir in den hohen Jahrgängen über 70, über 80 mehr Frauen haben als Männer, sodass also dort insgesamt mehr Frauen sterben, gerade in hohen Altersstufen. Und wenn wir alles zusammenzählen, kommen wir auf eine Todeszahl von 200.000 Toten. 200.000 Tote ist ungefähr ein Fünftel von dem, was Lee und Goldstein ihre hohen Variante angenommen haben. Der Faktor 5 oder sagen wir der Teiler 5 ist deswegen auch leicht erklärlich, weil die USA natürlich viermal mehr Menschen haben und das Gesundheitssystem in Deutschland sowieso etwas besser vielleicht sein mag als das in den USA, sodass die Sterberaten, die Fallraten auch etwas hier niedriger angesetzt haben als in den USA, sodass wir insgesamt mit einem Teiler von 5 ausgehen können. 200.000 Tote, mehr Frauen als Männer und insgesamt ein Peak bei den 80-Jährigen. 200.000 Tote, genauer gesagt 209.000 Tote, 181 Tote, das ist gewissermaßen das Maximum von dem, was wir haben. Das ist aber unser Negativszenario. In anderen Folgen werde ich andere Szenarien aufbauen, die dann anders funktionieren.
Die Frage, ist das viel? 209.000 Tote. Und das müssen wir ein bisschen vergleichen, wieder mit der Lebenserwartung, dürfen wir nicht vergessen. Es sterben ganz überwiegend alte Personen, die eine relativ niedrige Restlebenserwartung haben, die so wahrscheinlich wieder nur 10, 11, 12 Jahre im Schnitt zu leben haben. Und deswegen ist es immer schon auch ein gewisser Unterschied in der Lebenserwartung, ob ein 20-Jähriger stirbt oder ein 80-Jähriger stirbt. Das macht dann schon eine ganz enorme Differenz. Der 80-Jährige hat vielleicht 10, 15 Jahre noch zu leben, der 20-Jährige hat noch 60, 70 Jahre lang zu leben. Das macht schon einen großen Unterschied der Lebenserwartung aus. Und deswegen fällt der Verlust an Lebenserwartung auch in unserem Negativszenario, bereits in unserem Negativszenario, erstaunlich gering aus. 2,31 Jahre nur wird die Lebenserwartung fallen für ein Jahr. 2,31 Jahre, was nicht so viel eigentlich ist. Diese 2,31 Jahre Verlust an Lebenserwartung spalten natürlich auf in einen größeren Verlust an Lebenserwartung für die Frauen und einen etwas niedrigeren Verlust an Lebenserwartung für die Männer. Das sehen wir auch in der Grafik hier drinne. Wir sehen aber auch den allgemeinen Anstieg der Lebenserwartung in den letzten Jahrzehnten drinne und generell ist ja die Lebenserwartung von Jahr zu Jahr gestiegen. Aber wenn wir davon ausgehen, das Statistische Bundesamt würde nur den Wert für ein Jahr jetzt angeben, wäre der Verlust an Lebenserwartung, wie gesagt, etwa 2,3 Jahre im Schnitt beider Geschlechter. Da das aber nicht der Fall sein wird und das Statistische Bundesamt weiterhin an dem Dreijahresdurchschnitt festhalten wird, wird dieser Einbruch der Lebenserwartung nicht so schroff sein, wie das hier angegeben ist, sondern eben halt kleiner, aber dafür auch weitergehen, also weiter in die Länge hineingehen. Und das ist dann eben halt schon ein gewisses Tal drinne für 3 Jahre, aber nur eine kleine Delle. Ich habe in diesem Modell bereits eingerechnet, dass generell die Sterblichkeit vermutlich auch in den nächsten 3-4 Jahren weiter zurückgehen wird. Und wie gesagt, in der 3-4 Jahren mit einer kleinen Delle kommen wir dann eben halt entsprechend raus aus der Zeit mit einer höheren Lebenserwartung insgesamt dann drinne. Zwischendurch hatten wir, wie gesagt, 200.000 Tote, eine nicht geringe Zahl, aber eine erhebliche Zahl, sogar eine schreckliche Zahl. Eine schreckliche Zahl vor allen Dingen auch für die Alten unter uns. Aber wie gesagt, insgesamt glauben wir, dass diese Delle dann eben mal durchlebt werden kann und wir am Ende nach 3 Jahren dann, wie gesagt, wesentlich besser dastehen als zuvor. Das soll ein relativ positiver Ausblick sein, wie gesagt, trotz des Horrorszenarios. Aber wenn ich in der nächsten Folge dann oder in einer der nächsten Folgen dann bessere Szenarien noch darbieten werde, wird hier die Sterblichkeit noch geringer sein und wird der Verlust an Lebenserwartung dann nochmals geringer sein. Bis dahin bleiben Sie dran, leben Sie lang und bauen Sie etwas auf.